Viele Menschen finden das komisch, wenn man Flaschen sammelt oder Sand sammelt oder auch Karten sammelt. Aber die Menschen sind meiner Ansicht nach immer Jäger und Sammler gewesen. Sie haben das abgelegt, aber in mir ist der Sammeltrieb noch erhalten geblieben. Nein, ich glaube, ich bin kein Messi, weil ich sammle ja schon ausgesucht. Ich sammle ja nicht alles, was ich finde, sondern ich suche ja auch gezielt, zum Beispiel nach Flaschen. Ich habe Freude daran, die Verschiedenartigkeit der Flaschen auch zu betrachten. Ich habe jetzt hier Birken, Wasser und Lipton, eine grüne Flasche. Bei Bierflaschen habe ich nicht so viel Spaß dran eigentlich, weil Bierflaschen, meistens ist das dann Becks oder Berliner Pilsner, das sind immer die gleichen Flaschen. Also, und ich achte schon darauf, dass ich verschiedene Flaschen sammle und die jetzt auch nicht unbedingt abgebe. Also wenn ich Geld brauche, dann mache ich das auch schon, aber eigentlich sammle ich die so für mich, so besondere Flaschen. Ich habe ein gutes Verhältnis zu meinem Sohn. Er ist schon das Wichtigste für mich, was ich so habe. Der Frank ist eigentlich ja, ein ganz normales Kind. Er hat sich irgendwann angefangen für Playmobil zu interessieren und er hatte dabei sich im Zimmer ein großes Regal zu stehen und er hat dann, also immer sortiert hat er die dann aufgestellt. Er hat da eigentlich nicht mitgespielt, nicht wirklich mitgespielt. Seine Freunde durften da nicht ran. Aber irgendwann hat er daran, tja, ich weiß auch nicht, Interesse verloren. Aber er hat dann angefangen, unheimlich gerne Sport zu treiben. Er war in mehreren Vereinen. Davon waren 3 Fußballvereine, weil Fußball ihm schon sehr wichtig war. Aber er hat auch noch Volleyball gespielt und er ist zum Judo gegangen. Das war dann so, dass er manchmal sogar mit der einen Mannschaft gegen seine andere Mannschaft angetreten ist. Ja, er hat sich dann immer entscheiden können, für welchen Verein er spielen möchte. Die Schule ist dann ein bisschen ins Hintertreffen gekommen. Wir haben dann abgemeldet. Ich glaube, 2 Vereine sind zum Schluss noch geblieben. Wirklich zufrieden war er damit nicht. Manchmal konnte man annehmen, dass es ihm vielleicht gar nicht so um den Sport ging, sondern um die Menge der Dinge, die er da gemacht hat. Aber kann ich mir eigentlich auch nicht so wirklich vorstellen. Ich suche mir schon aus, was ich sammle. Und von den Flaschen trenne ich mich ja dann auch immer wieder. Und das ist auch nicht so schlimm. Und manchmal ist dann eine Sammlung dann vorbei und dann kommt die nächste. Die Gefühle, die ich für meine Sammlung habe, sind auch unterschiedlich. Manche Sachen sammle ich, weil es mir einfach Spaß macht und andere Sachen sammle ich, weil mir da wirklich auch was dran liegt. Dass ich da möglichst viel dann auch habe und von denen trenne ich mich dann zum Beispiel auch nicht so gern. Sagen wir, Freunde zum Beispiel, finde ich auch immer ganz wichtig. Das finden die Leute auch komisch. Ne? In Facebook heutzutage mit den sozialen Netzwerken, das geht immer ganz gut, schnell viele Freunde zu finden. Und die Leute sagen immer, das sind ja gar keine richtigen Freunde. Und das wäre auch dumm. Aber dort lassen sie sich halt anstupsen. Und wenn ich die Leute dann anstupse im richtigen Leben, dann finden sie es halt auch Quatsch. Da frage ich mich dann immer, wer eigentlich doof ist. Ne? Die schreiben dann hier immer rauf, was sie so machen. Und ich kann ja auch immer Sachen schreiben. Hier oben steht dann immer, was machst du gerade? Und dann kann ich dann reinschreiben, heute drehe ich einen Film. Mein Facebook-Profil nutze ich halt dafür, Freunde zu finden, weil das im wirklichen Leben, also außerhalb des Internets, für mich gar nicht so leicht ist, weil viele mich immer für komisch halten, weil ich so Sachen sammle. Ich habe halt den Georg, das ist mein bester Freund. Und Facebook hilft mir dann eben, viele Menschen auf der Welt kennenzulernen und die sind dann auch nicht so oberflächlich. Die wundern sich halt nicht darüber, dass ich Sachen sammle. Also ich habe jetzt hier viele, viele Freunde. 3829, das ist schon viel. Da bin ich auch schon wieder stolz drauf. Und ja, das ist so meine Seite. Da steht dann, wo ich wohne, wann ich Geburtstag habe. Das können meine Freunde sehen. Die haben halt auch alle schon sehr viel. Aber ich glaube, so über 3500 Freunde haben die bestimmt auch nicht. Naja, so viel wie möglich, ne? Also so viel wie vielleicht, ich weiß nicht, Brad Pitt. Und jetzt haben wir hier Bierflaschen, das ist jetzt das, also ich nehme die jetzt mit, aber es ist halt schon ein bisschen schade, ich meine jetzt, also wir haben auch zweimal das gleiche Bier, zweimal Jever und ja, das finde ich jetzt nicht so spannend, ne? Aber bei den Plastikflaschen, da bin ich jetzt schon eine Weile unterwegs, seit heute Morgen und das sind jetzt auch schon wirklich viele, ne? Es gibt natürlich auch doppelte, so gerade so was immer so Eistee, hat man zweimal hier die grüne. Gut, aber ja, hoffen wir, dass ich jetzt noch ein paar finde.
Ich hatte mich damals auf diese Annonce beworben für diese WG. Dann hatten wir halt ein Gespräch miteinander und da war auch super sympathisch. Und dann wollte ich einziehen und dann standen auf einmal 10, 12 Leute hier vor der Wohnung. Dann habe ich halt so langsam mitgekriegt, dass er scheinbar irgendwie WG-Bewohner, Anwärter gesammelt hat oder so, keine Ahnung. Gab natürlich irgendwie Streitereien, weil es war alles auch super eng und ich bin dann der Einzige gewesen, der es irgendwie mit ihm ausgehalten hat, weil die anderen dann halt auch mitgekriegt haben, was er so für Eigenarten entwickelt hat. Er sammelt ja auch keine normalen Dinge, er sammelt halt eher so komische Sachen. Abgepackten Reis und sowas. Und sowas bringt er mir dann manchmal mit. Aber das sind meistens so Sachen, die irgendwie nur temporär für ihn attraktiv sind. So richtig durch sein Leben ziehen sich in erster Linie irgendwie Pfandflaschen. Jetzt hat er halt diese ganzen komischen Freunde. Das ging mir auch super auf den Sack, weil er halt alle meine Freunde irgendwie adden wollte. Und dann stupst er mich auch andauernd an. Krankheiten sammelt er, was halt ziemlich komisch ist, weil er dann irgendwie zu Leuten hingeht, die krank sind und mit aller Macht versucht, sich anzustecken. Ja, also ich habe dann auf dem Bau gearbeitet und habe dann den Schutt in den Schubkarren hin und her gefahren. Da war der Vorteil, dass ich halt einen Bandscheibenvorfall irgendwann hatte. Und das hatte ich vorher noch nicht. Also das ist ja dann schon so eine kleine Trophäe in der Sammlung, weil das dann nicht eine Sache ist, die man einfach so kriegt, sondern das dauert ja auch schon eine Weile. Also eine Grippe zum Beispiel hatte ich jetzt schon zweimal und dann habe ich mich auch impfen lassen. Bei anderen mit schweren Krankheiten möchte ich mich gar nicht so impfen lassen, weil die kriegt man halt auch schwieriger. Ja, das sagen viele, dass das gefährlich ist. Aber ich sammle jetzt nicht, also ich passe schon auch ein bisschen auf mich auf. Ja, man kommt beim Sammeln oft in Konflikte mit anderen Menschen, wenn man Sachen sammelt, die auch anderen jetzt gehören. Wenn ich Blumen abschneide zum Beispiel oder Sachen halt irgendwo entfernt, nicht klaue, aber wenn Leute das dann halt stört, kriegt man dann oft schon Ärger. Ja, eine Sache gibt es, die ich nicht sammle. Also Ringe sammle ich nicht. Und habe ich auch nie gesammelt und möchte ich auch nicht sammeln. Ja, er hatte eine Freundin, ziemlich lange sogar. Lisa hieß die. Die war nachher sogar verlobt. Also die war lieb, ne? Und wir waren 7 Jahre zusammen und hat mir auch immer geholfen mit meinen Sammlungen und die hat mich da unterstützt und hat dann Sand mitgebracht und meinte, hier Frank, ich habe dir das mitgebracht. Probleme gab es eigentlich nachher erst, als Frank angefangen hat, sich für andere Mädchen zu interessieren. Der liebäugelte plötzlich mit allen möglichen anderen Frauen, die ihm so über den Weg liefen. Und einen Abend ist dann mit der einen Freundin halt mehr passiert, als zwischen normalen Freunden halt passiert. Und das konnte ich dann auch vor der Lisa und wollte ich vor der Lisa auch gar nicht geheim halten. Dann ist die halt, hat sie mich verlassen. Naja, es ist halt der eine Ring, der erste Ring, den ich hatte. Und das ist dann für mich, das verbinde ich halt immer mit der Lisa und da möchte ich auch keine neuen Ringe haben. Das ist so eine Sache, die ihm bis heute ganz schön wehtut. Also ich glaube, er hat auch ein recht schwieriges Verhältnis zu Frauen. Deshalb, er ist schon, glaube ich, ein sehr einsamer Mensch. Weil wenn er diese Ticks nicht so ausleben kann, dann wird er halt auch unglaublich dünnhäutig und dann ist es noch schwerer, mit ihm zusammenzuleben. Ich bin jetzt an diesem Sandkasten, den ich neu entdeckt habe und von dem ich noch keine Probe habe. Und ich verschaffe mir jetzt erstmal einen Überblick, wo denn die beste Stelle ist. Und eine nehme ich dann aus der Mitte und eine dann eher vom Rand. Und dann muss ich jetzt erstmal gucken, wo ungefähr. Also ich habe mich jetzt für die Stelle entschieden. Die sieht gut aus. Man hat hier viele Steinchen, aber auch nicht zu viele. Ein bisschen auch Blattwerk und Gestrüpp. Und hier werde ich dann die erste Probe nehmen, die 278a. So, die 278b, da habe ich mir hier vorne die Ecke rausgesucht, die Seite rausgesucht. Ein bisschen mehr graben.
ist dann schon ein bisschen feiner. Ja, ich habe jetzt meine Sandprobe aus der Mitte. Und da mache ich dann immer so ein bisschen was rauf. Und dann gucke ich dann durch. Guck, was man so sehen kann. Es ist immer wichtig, dass für mich ein Sandkasten auch nicht so sauber ist, sondern dass da auch ein bisschen olle Sachen drin liegen. So eine alte Nadel. Die sieht gut aus. Das ist auch was Besonderes, ne? Dass da eine Nadel dann drin ist. Bei anderen sind Blätter drin. Und hier ist dann eine Nadel. Nee, so zufrieden bin ich jetzt nicht damit. Sogar enttäuscht, weil der Sandkasten schon sehr bespielt war und auch viele Katzen und Nadeln und so schon drin waren. Aber der Sand an sich ist jetzt nicht so besonders. Ne? Aber vielleicht nehme ich dann nochmal eine Probe mit dem Katzenmist. Jetzt die Bierflaschen, die sind jetzt nicht so interessant für mich. Nehmen wir zur Seite. Wo das auch selten ist, dass man so eine Flasche von Berliner Weiße einfach so findet. Ja, ich sammle auch verschiedene Tüten. Zum Flaschensammeln nehme ich jetzt aber nur ganz normale Tüten, die man hier auch immer kriegt. Ne? Aber dann halt auch möglichst viele unterschiedliche. Frank ist insgesamt eigentlich ein absolut interessanter Typ, ja auch irgendwie durch seine Schrullen, die er da hat. Also man erlebt auf jeden Fall unglaublich viel mit ihm. Das ist nie langweilig. Ich glaube schon, dass ich einzigartig bin und auch Sachen sammle, die nicht wirklich, auch Sachen sammle, die keiner sonst sammelt. Geht schon mal durch, wir drehen dann da hinten. Einfach durch den Garten. Komm gleich. Wo war ich? Ja, die Terrakotta-Figuren.